haben wir unser Spiel Crazy Race. Ist ein Würfel- und Wettlaufspiel. Es geht darum, dass die Tiere des Zoos in der Nacht ausbrechen und ein Wettrennen veranstalten. Möchte man sich hier auf diesem Spielfeld fortbewegen, muss man auch immer den farblich entsprechenden Würfel würfeln. Aber dabei ist darauf zu achten, dass jeder Spieler eine Tierkarte hat, die ein besonderes Limit hier oben zeigt. Beispielsweise hätte der Esel ein Limit von 7. Über dieses Limit darf ich beim Würfeln nicht rüberkommen. Heißt, möchte ich jetzt hier 4 Schritte vorgehen, schnappe ich mir die entsprechenden Würfel. Hätte in dem Fall genau noch richtig gezockt, hätte insgesamt nur 7 Punkte gehabt und dürfte dann 4 Felder vorwärts gehen. Hätte ich zu viel riskiert und über mein Limit geworfen, darf man leider nur ein Trostfeld weitergehen. An jeder Palme, die der erste Spieler überquert, gibt es immer noch neue Tierkarten. Und hierbei darf der im Moment letzte Spieler sich als erstes eine neue Tierkarte aussuchen, um es hier noch weiterhin spannend zu halten. Am Ende hat nicht derjenige gewonnen, der hier als erster übers Ziel läuft, sondern derjenige, der hier am weitesten noch fortläuft. Denn einige Tiere sind zwar langsam und haben ein niedriges Limit, haben dafür hohe Bonuspunkte. Heißt, der erste Spieler läuft drüber und jetzt ist Schluss, aber es darf noch jeder seine Bonuspunkte fortlaufen und so könnte sogar noch ein hinterer Spieler von ganz hinten aufholen und doch noch gewinnen. Genau, das hier ist Crazy Race.